In Norwegen hat der stärkste Sturm seit mehr als 3 Jahrzehnten Gebäudeschäden und Stromausfälle verursacht. Sturm Ingun sorgte für Hurrikanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde. Nahe einer Kleinstadt nordöstlich von Bergen wurde ein Bus mit 14 Passagieren von der Straße gefegt. Schwer getroffen wurde auch die Region um Trondheim. Hier wurden unter anderem ein Fitnessstudio und ein Hotel schwer beschädigt. Die Behörden warnten die Menschen, in ihren Häusern zu bleiben.